So eine Aussteigerfamilie wollte in die Wildnis ziehen von Colorado. Und Mutter wohl mit ihren Kindern und hat sie nicht geschafft. Also sie war dann letztendlich eine mumifizierte Leiche. Hinter mir seht ihr, wie das ist in der Wildnis. Es ist nämlich gar nichts da. Man muss sich selber irgendwas bauen, man muss ein Zelt aufstellen, man muss sich selbst Essen machen, man muss selbst Essen fangen. Also zum Beispiel einen Fisch fangen mit einer Angel. Das würde ja gehen in der Wildnis. Und man muss überleben können, man muss das wissen, wie das geht. Und sie hat nur über ein paar Videos gesehen und ist dann los. Eigentlich ohne Grundwissen ist sie los und ist dann dabei ums Leben gekommen. Ich finde das heftig, ich finde das krass und ich hätte ihr auch davon abgeraten. Ich glaube, ihre Schwester oder so hat ihr das ausreden wollen, aber ist nicht dazu gekommen, dass sie auf sie gehört hat. Und so ist sie dann losgezogen. Irgendwo im Coloraden Westen. Colorado Westen und im Nationalpark ist sie dann letztendlich jetzt als mumifizierte Leiche wiedergefunden worden. Ja, das ist der Preis dafür, wenn man mit Unwissen irgendwo rangeht und dann nicht überlebt. Ja, fein für die YouTube-Gemeinde einmal, ne? Also wenn man in der Natur schon ist und überleben will, da muss man das auch richtig machen, Leute. Und nicht so dümmlich da rangehen und mit Unwissen. Nachts wird es kalt, es kann stürmen, es kann regnen, Gewitter kann kommen, Unwetter und man kann keine Nahrung finden. So Leute, da unten ist der Flusslauf und da gibt es auch Fische. Da kann man auch überleben, wenn man sich was fängt. Ah, der ist weg, der kann uns nicht helfen. Wollen wir nach links gehen oder geradeaus? Warte mal, Goldi. Wir wollen überleben in der Wildnis. Ja, trink schön. Ja, Leute, Goldi würde überleben, indem er Wasser trinkt, ne? Fein. Mach für meinen Kanal eine kleine Umfrage. Wie würden Sie überleben jetzt mit Ihrem Kind in der Wildnis? Versuchen, Obst zu sammeln, Okay. das zu essen und Fische. Also Obst und Fische. Würde Beeren sammeln. Und vielleicht den Fisch, wenn ich Glück habe. Sonst habe ich halt Pech.